Morgen, ihr Lieben. Also eins kann man schon mal sagen, das wird jetzt sicher nicht mein bestes Video, was ich drehe. Wir haben gestern ein bisschen gefeiert und ja, so sehe ich aus, wenn ich abends ein bisschen länger gefeiert habe. Und ich muss mir früh erstmal ein bisschen die Sachen rauslaufen. So, wo bin ich? In Barcelona. Ich schwenke mal ganz kurz rüber. Also das ist nicht Barcelona, das ist natürlich eine ordentliche Joggerin. Man sieht es ja ganz klar, wunderbar, schöner Blick. Sagrada Familia und die Altstadt hinter mir. Nationalmuseum, super Location. Hier, auch wenn ich heute ein bisschen schlapp bin, will ich euch dennoch gerne so ein paar Tipps geben für Barcelona, weil ich liebe einfach diese Stadt. Ist einfach fantastisch. Wir können nochmal rumschwenken. Also, hier sieht man schön Altstadt nochmal, Sagrada Familia. Hier hinten sieht man schon wunderschön das Meer. Kleine Hotelempfehlung an der Stelle schon mal, ist das W. Was kann man hier machen? Barcelona ist ein riesen Spielplatz an Möglichkeiten. Also, super Kombination für abends feiern und vorher essen gehen ist das Esferic. Ich zeige euch gleich mal ein Bild dazu, dass man noch eine kleine Vorstellung hat. Sehr modern war der italienische Pavillon, also wirklich schlicht, modern, geiler Blick hier oben auf dem Montjuic. Dazu mit dem El Chalet, das ist ein super Restaurant, ist fußläufig 2 Minuten entfernt. Das Ganze geht, ich würde mal sagen, von 50, 60 Teilnehmer bis hoch zu 500. Kommt immer darauf an, ein bisschen, wie man das Setup gestaltet und so weiter. So, was muss man noch machen? Gaudi, Miro, also alles, was eben die Altstadt von Barcelona hergibt, ist eigentlich ein absolutes Muss. Klar, Besichtigung, Sagrada Familia, kann man drinnen machen. Man kann sogar in die Türme hoch, eine kleine Spezialtour. Und Hotelempfehlung, klar, ist natürlich the one and only, ist das W. Sehr modern. Nicht ganz günstig, würde ich es gerne mal vorsichtig formulieren, weil die echt wahnsinnig viel Business haben. Die haben es einfach, ehrlich gesagt, überhaupt nicht nötig. Könnt es richtig raushauen. Und was natürlich am Ende immer passieren muss, ihr müsst dann mal zum Stadion vom FC Barcelona. Mit Führung, mit Shop, einmal das ganze Programm bei Messi und Co. Und damit sage ich erstmal Tschüss für heute. Viele Grüße aus Barcelona. Wie gesagt, ich bin noch ein bisschen müde. Wir haben gestern ein bisschen länger gefeiert. Und ich weiß immer gar nicht, wenn man abends viel trinkt, warum hat man dann früh immer noch so viel Durst? Ich habe es noch nicht verstanden. Jedenfalls muss ich jetzt mal was trinken. Ich will mir die Müdigkeit noch ein bisschen hier aus den Beinen laufen, weil dann muss ich hier weiter arbeiten. Ja, das ist Arbeit. Und ich sage mal bis zum nächsten Mal, euer Sascha Heide. Ciao, ciao.